Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 34 unseres gemeinsamen Let's Plays von Risen 3 Titan Lords. Hallo, Köln. Hallo. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht im letzten Ach, Teil? Wir haben viel gemacht. Wir haben hier diesem kleinen Kobold geholfen, weil der Typ von dem, der war gaga geworden. Der hatte Angst vor dem auf einmal. Das ist alles nur, weil er die Pilze angebetet hat. Unser Hoshi. Ja, wir haben auch eben schon mal ein bisschen... Guck mal, da unten geht er übrigens. Da ist er. Guck mal, den treffen wir bestimmt in der Siedlung. Ja, wir haben eben schon mal ein bisschen gespielt, aber so voll. Ja, das ist immer... Das macht unsere geliebte Playstation immer nicht. Nee. Schmeißt uns nicht raus. Damals, sag ich schon. Vor 5 Minuten habe ich übrigens diesen Truthahn hier böse für Ruhm und Ehre kaputt gemacht. Jo. Aber 10 Ruhm erscheint mir dann doch zu wenig. Das war nicht das einzige Fehler, das du getötet hast. Aber das erwähne ich jetzt nicht, weil das war zu grausam. Ja, okay, das stimmt. Das wird nicht weiter erwähnt. Guck mal, und ich habe... Da unten geht der Kleine lang. So. Wo lang? Wir nicht. Wo ist der ist jetzt zwar gerade rechter Hand, genau. Ah, da unten. Mhm. Aber okay. Wir nicht. Wir gehen woanders lang. Wir haben nämlich was entdeckt. Ein Wirbeltier. Das ist Christmas Armadillo. So, hier war nämlich was. Aber das war nicht mein Freund. Diesmal nicht. Schicksal halt. Genau. So, und dann Tarasiskraut sind wir auch mit. Genau. Und dann jetzt nämlich hier in diese Höhle. Die haben wir nämlich entdeckt. Und dann wurden wir rausgekickt. Ja, gucken, was jetzt passiert. Wir drücken uns selbst die Daumen. Nein! Schon wieder! Was ist denn schon? Ich hätte mich getötet. Der hat die Augen. Der Termitenkrieger, der Drecksack. Wo hast du den Einfluss gesteigert? Sag nie wieder, dass ich irgendwas töte, denn du treffst dich die Ecke. Nicht mit Absicht. Wenn ich das hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen darf. Das erinnert mich irgendwie an den blutigen Baron. Von Bridger. Hat die Frau wahrscheinlich auch nur gesagt, der Mann, der war aber schön. Zack, tot. So. Das wollte ich machen. Scheint so, als hätte hier jemand das Wasser vom Wasserfall abgeschöpft. Ah, verdächtig. Verdächtig, man nimmt sich Wasser vom Wasserfall. Was für ein krankes Schwein macht denn sowas? Dafür hatte der Fall. Boah, diese Kristalle. Boah, da hat... Wo hattest du die denn gerade bis dahin? Die Jacke? Ja. Die hatte ich natürlich in meiner Weste. Natürlich. In der kleinen Umhängetasche. Ja. Wieso haben die überhaupt so eine schäbige Weste? Ich muss mich nicht immer weiter oder was zum Anziehen. Ja, jetzt wo ich hier mitmache, muss ich mich auch anständig anziehen. Ja. Ja. Das ist ja was, was ich ja auch immer kritisiere. Okay. Kauf dir ein anständiges Wams. Wir sind doch nicht beim Zirkus. Das stimmt. So, Dalle. Ich höre schon wieder irgendwas grunzen, ohne Feuerbeben. Das gibt's bei Mario auch. Das sind Termiten. Ich sag dir, sag's dir gleich. Da hast du recht. Ja. Wenn ich eine Termite sehe, erkenne ich eine Termite. Wie kommen wir denn da runter? Sag mal. Tja, springen. Ja, wirklich? I don't know. Ich bin doch gerade das zweite Mal erst dabei. Ich weiß überhaupt noch nicht, was hier Sache ist. Ich glaube, wir gehen erst nochmal, wow. Oder? Da kann man gehen? Ich kann nicht mal springen. Nee, ja, du kannst über Wasser laufen. Ja, ne? Das ist ja krass. Jesus. Wo ist Bones denn hin? Ist der Bones schon hier kloppen gegangen, oder was? Ich weiß nicht. Ist ziemlich ruhig da unten. Ich glaube, der ist der Wasserfall. Das ist doch eine Treppe jetzt rechts von dir, oder nicht? Ist das genauso tief, ne? Das ist doch weniger tief. Da hast du recht. Die ganze Zeit guckst du hier mit, als kämen die nicht hoch. Und dann kommst du und dann kommt die hoch. Das ist doch beschissen. Scheiße, beschissen. Nee, deine Gesundheit ist nicht die Art und Weise. Also nur ich nicht. Man hat so ein Schubsgefühl, so ein bisschen, ne? Ja. Was denn eigentlich so machen? Ich fühlte mich ein wenig bedrängt. Ja, und angekotzt. So, dampfen wir mal schnell was. Da sind wieder Kristalle. Kannst du wieder deine zusammenfaltbare Spitzhacke rausholen? Eine Eisenader.
Oink. Hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und froh. Stiefel finde ich übrigens ganz cool. Eigentlich finde ich das ganze Outfit schön. Oder? Das hat so. Ich weiß auch nicht. Hey, hallo? Was für Fahren im Volk, wie bei vielen. Platzt er erstmal an der Wand. Ach so, ich dachte gerade, wieso war da auf einmal Wasser? Oder meinst du, der ist so durch den... durch eine Wasserader durch gefallen? Teleportationsdrücke. Oh, her mit dem Rock. Noch einer. Das war sein Rock. Der Bones ist einfach nach Hause gegangen, oder? Hey. Jetzt gar nicht. Oh, den aber auch nicht. Ja, achso, das wusstest du noch nicht. Ja, ich habe auch eine Knarre. Finde ich gut. Aber 29 Schuss habe ich, deshalb dachte ich, ja, kann man schon mal, ne? Ja, immer mehr als bei Bloodborne. Ja. Geisterpilz. So, noch mehr? Sieht doch auch noch mal. Da ist doch eine Flasche, das sehe ich doch. Das ist ein Wasserpass. Na ja, gut. Die Kristalladern sind auch nicht mehr das, was wir früher waren. Mussten wir eigentlich hier hin oder haben wir einfach nur gedacht, das ist aber nett, da gehen wir mal gucken. Oh, da oben ist der Bones. Bones, hier bin ich. Komm doch. Schaffst du es nicht doch? Oh, du glitschst da voll weg, ne? Der arme Glitschkopf. Komm. Jetzt so, wieder mal. On the start. Ja, ja. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Nee, Bones, ich komm doch. Ach, Bones. Ah, der arme ist in einem Glitch gefallen. Tut mir richtig leid, ne? Der sieht so ein bisschen ist ja auch special aus. Ja, der ist ja auch special. Ist ja... ist er eigentlich ein Geist oder ist er jetzt richtig Mensch wieder? Der Bones, der ist richtig Mensch. Der war Nomato. Ja. Bist du auch wieder richtiger Mensch? Nee, wir sind ja, also wir sind, brauchen. Wir brauchen noch Wasser dafür. Wir müssen uns finden. Oh, du kannst was kochen. Das machen wir aber auch direkt. Ja, gut. Machen wir alles. Flotsch, flotsch. Ich wollte gerade sagen, du hast letztes Mal gesagt, du darfst nicht kochen, du brauchst das so, aber das war, wir hatten das nämlich auch nochmal ein bisschen auf der PS4 gespielt. Ja genau, das war aber der Anfang. Genau, da hätte ich gerne einen Fisch nämlich diesmal gehabt, den ich hier vor Fisch. Brauchte alles nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Ich weiß, ich könnte jetzt natürlich auch noch mit dem ein bisschen schnacken, aber machen wir nicht. Nee, haben keine Zeit. Genau. Wir müssen kochen. Ich kann es gar nicht leiden, wenn ich kochen muss und jemand will sich mit mir unterhalten. Du machst immer was falsch. Okay, also jetzt gehen wir, können wir entweder hier runter oder hier links nochmal rein. Wir machen beides. Genau. Aha, eine Kemenate. Ein Pilz. Und eine Truhe. Truhe ist ja nice. Die ist verschlossen. Und die können nach 85, 15, 20, das habe ich auch nicht verstanden. Also 20 bräuchte ich dafür, ich habe aber 85. Oh, das sieht aber toll aus. Hinteres Ding. Wow, das würde ich auch mal gerne machen. Finger weg. Ich liebe das ja, ne? Schlösser knacken. Wir könnten auch ein Spiel rausbringen, wo wir das Zeit noch genug Schlösser knacken muss. Würde ich auch mal ein Panzerknacker-Spiel. Ah, ich war auch direkt an die Panzerknacker. Oh, eine Falle. Oh. Oder Schwein. Hab ich, ne? Bones knack. Fleisch. Schinken. Irgendwie Hunger. Haben wir eben erst gegessen. Oh. Ich koche immer mal zwischendurch, ne? Finde ich toll. Gibt doch nichts, wenn man nicht kochen kann. Jetzt wisst ihr, jetzt führt das doch wieder zusammen. Kobold. Ja, genau. Hey, lass mir auch mal was übrig. Weißt du, wenn das ein Minenkobold ist, dann ist das doch eher so eine Mine. Dann ist das vielleicht sogar... tut dir jetzt schon was. Ist das vielleicht eine das der war's Minen, mit dem Vieh. Die du durchsuchen musst für den Anführer der Zauber? Ja, glaube ich auch. Da stand nämlich auch was irgendwie von... Los, so schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Ey. Ah, ja. Das sind... Findest du nicht, dass die aussehen wie Remnant, der nach Tod vergessen hat? Remnant. Ja, Moment, dann sind die auch nicht Remnants, ne? Vor allem ist der Mockwise. Oh! Jetzt aber gut. Jetzt trage ich ein paar Schädlein. Der steht nicht mehr auf. Darum kannst du mal ja... darauf kannst du einen lassen, Bones. Oh, jetzt kommt das wieder. Das finde ich super. Ding, dong, 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 ding, dong,
das schon verstanden. Aber bei 4 ist es ja wirklich siehste? Noch... Da, ja. Das ist schon kapiert, wie das geht. Haben die gut gemacht, ne? Mhm. Aber du bist ja auch... Bist ja quasi ein Panzerknacker. Ein Crack. Ein Panzercrack. Okay, der hohe Fisch. Warum geht's denn hier nun wieder lang? Das ist eine riesige Mine. Feinde. Wo? Weiß ich nicht, die Musik, die schwirrt so an. Nur jetzt wieder draußen? Ja. Ist nicht gut, wir wollen noch drin bleiben. Da fehlt auch noch einer. Wo hast du dich versteckt? Kobold? Ja. Hab ich gar nicht gesehen, dass das da stand. Bei 9 von 10. Banane. Was ist das denn? Ein toter Gnom. Gnome sind wir noch gar nicht begegnet. Sind Gnome nicht nett? Ja, total. Das ist hier so ein Hoshi halt. Ja, ja, ich weiß. Und da liegt er noch. Wer ist in eine Falle gelaufen? Oh, der Arme. So, er ist schon wieder draußen. Hat wirklich alles gesehen? Nein, nein, nein. Speichern, das ist gut. Speichern. Unserem letzten super Absturz hier ist das schon mal gut zu wissen, dass der speichert. Los, da. Setzen wir ein paar Kegel auf. Ja, die sind aber echt schwer. So, das war's. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Das ist doch super. Na, guck mal. Das können wir doch dem Magier Hoshi sagen. Ja. Gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Ein Lagerfeuer, Fackeln und ein Hammer. Eine Wundekuppe. Blutrausch. Fusel nehmen wir auch mal lieber mit. Kann nie verkehrt sein. Wir nehmen es natürlich nur rein, um Wunden zu desinfizieren. Natürlich, natürlich. Kristall. Was meinst du, wie viel? Das 5 wieder? Ja. Schön, Bones, dein Rückgrat. Ja, das ist super, die Weste. Ich glaube aber nicht, dass sie es allgemein gut verkaufen soll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die ganze Zeit so alles so, alles mögliche, ja, sogar welche. Einpacken. Schäfle, Schäfle, Häusle bauen. Ja. Kleiner Kleptomane. So, raus hier. Also mir muss man nicht erklären, warum man Sachen mitnimmt, die funkeln. Mitnimmt, die funkeln. So, dankeschön. Mitnehmen, de Funkle, de Bla. De blöde Bla. Bla. Guck mal, ich wollte mal zeigen, was passiert. Bist du jetzt tot? Nein. Guck mal. Wieso kann man denn im letzten Moment noch Y drücken? Was passiert da? Guck mal, der heilt mich. Das ist aber nett. Boah, Bones, du bist aber echt... Ja, ich glaube, dann springt man noch weg. Das habe ich aber vergessen. Ja, ich wollte es auch noch wissen. So. Oh, da sind böse Tiere. Hey, lass mir auch noch was übrig. Ich hab's aber schon ganz am Anfang. Ich habe ja ein bisschen recherchiert hier. Ich komme wahrscheinlich schon völlig dämlich. Hey, lass mir auch noch was in der Ecke. Ah, ich dachte, da stand in der Tür. Also, warum sollte ich nicht gut sein? Das ging schnell. Deine Leiche liegt, das ist verwirrend. Der Bones, der hat so eine süße, dumme Stimme, dass man manchmal denkt, da ist noch jemand anders. Und dann ist das nur der Bones. Hier sieht's aus, als wäre irgendwo ein Schatz versteckt, findest du nicht? Ja, total. Aber sagen wir, keine Karte haben. Doch, wir haben eine Karte. Die wird auch gleich mal. Deine Haut macht mir eine Mütze. Hallo. Müssen wir liegen. Nix. So. Genau so. Ah, und. Ja, damit. Mit allem, was du hast. Das glaubst du da nicht? Ich hab gerade eine Ziege lachen sah. Wow. Das hat sich zumindest so angehört. Das könnte die gewesen sein. War da eine? Was? Nee, also. Die Krabbe? Mhm. Ja, es kommt, vielleicht kam dann der letzte Hauch aus dem Panzer raus. Die Krabbenziege. So. So, der Schatten, hier genau. Mal ganz kurz gucken, wo der sich befindet. Ja. Seekraft. Also nicht da, wo wir sind. Nee. Überhaupt nicht. Oh, halt. Haltet ein, mein Lord. Oh, nee, aber überhaupt nicht. Da! Da! Ach Gott, das ist aber irgendwie eine sehr bergige Insel, ne? Dieses ja. Tamaris, Taranis. Okay, okay. Auch interessanter. Diese Schneckeninsel. Mhm. Aber wir wollten ja eigentlich, wollte Guck mal, das ist ein Fernsehturm. Nee, ein Schiff. Was ist das? Das ist Scavenger. Das sieht nach einem Mast aus. Oh nein, der hat sich gefunden.
Warum? Das geht schon wieder. Der Bones, der hat zaubert immer. Also, super. Ist das nicht zauberhaft? Das ist zauberhaft, das ist deine Genie. So. Was ist das? Hab ich den schon eingesetzt? Was macht man da? Ja, habe ich schon. Das ist so ein Transportkristall. Und dann kannst du dich teleportieren? Ja, den haben wir, glaube ich, als wir hier angekommen sind. Ja, wir waren also ja schon da. Da war ich ja nicht da. Ich war nicht dabei. Ich kam erst später auf die Insel. Jetzt muss ich aber jetzt nochmal los. Da liegen Zettel. Wo? So auf so Kissen liegen so Zettel. Stimmt, da, ne? Marbuchs Notiz. Da war auf der anderen Kiste auch noch ein Zettel. Da, siehst du das? Ja. Das sind alles schon mal Sachen, die wir später erledigen müssen. Wir müssen ja den Leuten hier helfen. Hi, Gadi. Horny wollen wissen, was Gadi gefunden? Wovon sprichst du? Große Höhle mit vielen wertvollen Glitzersteinen in der Nähe. Gadi hat sich bisher nicht getraut, Höhle zu erkunden. Fiese Monster überall auf Insel. Waren da gerade, glaube ich. Ja, die neue Mine. Die ist jetzt sauber. Ah. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenestet. Die Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine! Dann gut, das Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit anderen Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Yep. Schön. Super. Das ging schnell. Ihr habt ein Koboldproblem hier am Hafen. Ja, Homie. Viele Sachen hier gestohlen worden am Hafen. Das waren die bösen Kobolde. Gadi froh, dass Kobolde tot. Riechen fürchterlich. Brrr. Ja, hat er recht. Stimmt. Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gadi kein guter Tief, Gadi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dingi stiehlt. Gnos sind von Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homie. Handelst du auch mit Waren? Tredo? Yip, yip, Homie. Oh, gut, wir können uns in Sachen loswerden. Ja. Lass uns handeln. So, so. Verkauf Bomben. Plunder, Silber. Bist du jetzt auf Verkaufen oder auf Kauf? Aber ich bin auf Kaufen. Ja. Sehr unangenehm. Macht ja nichts, ich bin ja da. Dankeschön. I'm here for you. So. Ist Plunder immer Plunder oder kann man auch noch, weil Muscheln kann man ja auch aufmachen eigentlich, oder? Ja, Muscheln kann man aufmachen, genau. Also ist Plunder nicht unbedingt Plunder, muss nein, man schon aufpassen. Nein. Ja, ja, ja. Also hier zum Beispiel ist, das ist halt Plunder, ne, so Silberbecher. Ja, Schatullen auch. Schatullen. Kann man auch aufmachen. Nee, genau, kann man nicht aufmachen, glaube ich. Oder kann man die? Wir probieren es mal. Affen, Statue, ich weiß kann ja nicht, kann man, Kerzenhalter können aber weg, oder? Ja, Jagdhorn glaube ich auch. Ziemlich wertvoll. Trinkhorn, ja, damit. Kann man den mit Perlen was machen? Kann man später mal vielleicht, ich glaube, es gibt so Sammelquests. Oh. Knochen, Zunge, Zähne, Krallen, Auge. Alles, was man braucht, ne? Jo. Ich glaube, wir lassen die. Muss nicht kann man denn so viel... Hier, das hier kann man zum Beispiel eine Schaufel, eine Spitzhacke, so viel brauchen wir ja gar nicht. Kann man denn so viel tragen, wie man will? Ja, ich meine ja. Oh, das ist ja super. Das finde ich sehr sympathisch. Ist auch immer nicht, warum die das... Weißt du? Warum die einen da beschneiden wollen. Ja, stimmt schon, ne? Ich meine, von allem sollte man mal ein bisschen was dabei haben. Zum Beispiel Gold, Pfand. Puschel. Was ist denn Puschel? Ja, kann man so mit so Rituale so, hey, ja. Also, okay. Okay, das war's. Ich dachte, die meinen so ein Ding, womit ich Staub wische. So, wir müssen ja auch mal ein bisschen Geld hier machen, ne? So. Kann ich hier nochmal Ausrüstung? Du hast aber schicke Stiefel, warum machst du die nicht an? Die sehen total gülden aus. Die sind doch total kacke hier. Was hab ich denn noch sowas? Hansels Ding kommt weg. Komm, ich hab einen Plankenbrecher. Das auch weg. Das
Magma, Hieb- und Stichwaffe. So. Die Flinte hier auch weg. Schrotflinte. Steht an der Armbrust. Sogar eine Schrotpistole. Mann, was hab ich denn für tolle Sachen dabei? Schiffsflinte. Die Knarre kann auf jeden Fall weg. Piratenbüchse, Schädelknarre, Bronzeknarre. Ja, geile Namen. Eieiei. Na, abgesägt das auch. Ja, das ist gut. Das ist geil. So. Ja, du hast eine Edelweste, eine Kapitänsweste und alles. Ach, ich muss Mantel umziehen, sogar, aber ehrlich. Ich muss mich jetzt wirklich mal umziehen. So. Verlassen? Nein. Nein. Jetzt abschließen. Handel. Cool. Akzeptiert. Accept. Bring mir was bei. Nein. Nein. Zieh mich um. So. Rechte Hand. Da haben wir auf jeden Fall die beste Waffe erstmal drin. Gut, gut. Linke Hand. Die Bronzeknarre ist hier Schaden. Oh, guck mal, die ist doch. Ein bisschen besser, ne? 5 bis 50. Also hat halt kritischen Treffer plus 5 nicht, aber. Oder die ist das Beste eigentlich, die Armbrust. Aber Munition Bolzen, habe ich denn? Na, ich hoffe, vielleicht habe ich ja Bolzen. Genau, wenn nicht, müssen wir halt gucken. Aber generell ist eine Armbrust natürlich geil. Ja, nehmen wir mal. So, nehmen wir. Aber zieh mal an. Kapitänshut. Jawohl. Okay, der ist nicht schön. Ja, ja, ja. Aber es macht ja jetzt auch nichts. So. Hui. Ui. Wow. Ach komm. Nein, ich mag das nicht so rumzulaufen. Das sieht total albern aus. Die ist okay. Ja. Ich nehme auch den Loot weg. Tut mir so leid. Aber das ist echt, das geht jetzt gar nicht. Wie scheiße. Nicht nah aus. Passt voll nicht zu dem einfach. Ich mag den Zug. Der ist ja auch ein Pirat, ne? Der ist ja nicht so ein Lackaffe. Nee. Guck mal. Die ist doch. Die ist doch. Sieht doch super aus. Die Hose, hab ich nichts dagegen. Ja, perfekt. So, fürs. Gut, haben wir auch keine Auswahl. Gut. Schlösser knacken, hört sich gut an. Amulett. Was haben wir denn? Piratenanhänger. Stichwaffen Dolche einschüchtern und Schlösser knacken auch. Na, aber wer den ist brauche denn ich noch. Yvette? Yvette ist Amulett. Yvette ist Amulett. Yvette. Hm, wo ist es? Ja, das ist eigentlich ganz gut, ne? Funkelnder Gold. So, ich fühle mich gut an. Das sieht super aus. Was liegt da? Ein Sack. Eine Notiz. Genau gesehen. Marburg. Jetzt haben wir schon 3 von 7. Wir haben ja quasi eine Quest bald abgeschlossen. Geht die gibt's gar nicht. Wieso wurde dir dein Feind auf dem Schiff angezeigt? Wieso? I don't know. Minise. Oh, entschuldigt bitte. Wenn das gerade geknallt hat, tut mir das sehr leid. Bäm. Seid ihr jetzt alle wach? So. Jetzt holen wir hier noch Marburgs Notizen. Wenigstens noch die Notizen ganz gerne finden. Ne? Scheint einfach zu sein. Es fehlt nur noch eine. Nee, zwei. Ich muss uns von oben einen Überblick verschaffen. Da. Oh, da ist eine. Zwischen den zwei. Hui. Oh, der. Fässern. Der springt nicht gerne, ne? Das mag er gar nicht. Also springen findet er doof. Ist auch gar nicht. Bestimmt Absatzschuhe. Hatten ja früher viele Piraten. Klickt er immer um. Komm, eine Notiz noch. Ja, du bist eine Muschel. Was? Das war eine Muschel. Ich wollte sagen, da liegt doch was im Wasser. Na, komm mal. Vielleicht. Vielleicht ist die aber auch irgendwie in einem Handelslager oder so. Also weißt du, in einem der Häuser da. Ja, ich glaube, die ist bestimmt hier auch irgendwo. Da ist eine Bank. Auch aus, als hätte ihr... Du bist schnell. Schnell kann ich mich gar nicht orientieren. Ja,
Ah, das ist so ein bisschen empfindlich. So, Mate. Messerbuch. Da hinten ist da eine. Wow. Sehr gut. So. Was ist denn da hinten noch? Achso, hier sind wir reingekommen, ne? Ja. Toll, toll. So, dann gucke ich jetzt noch mal ganz kurz, was wir hier für Quests am Start haben noch. So, der Schatten auf des Rats, einer kann durch. Genau. Zack. Und Leute, ich glaube, hier werden wir den Timer beenden. Genug gesehen von Taranis. Taranis, dankeschön. Wirklich gut, dass du dabei bist. Ja. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns mal der Hauptquest nochmal hier widmen, was hier zu tun ist, um die Magier auf seine Seite zu bringen. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss.